Ziel aber, dass in den nächsten Tagen zu bleiben, auf allen unseren Wegen, die wir zusammen beschreiten werden. Und wir hatten uns vorgenommen, schon vor ziemlich langer Zeit, eine Geschichte zu erfinden. Und das ist uns aber nicht so richtig gelungen. Und dann haben wir jetzt eine Geschichte für euch gemacht, die nicht ganz ein Märchen ist, sondern eine Geschichte. Und diese Geschichte ist auch richtig wahr. Da haben wir nichts dazu. Sicht konnte ich die Müggelberge in Köpenick sehen. Wisst ihr, wo die sind?
Viele Jahre später wurden die Orte zerstört. Aber sehr viel später. Aber das interessiert uns hier auch gar nicht draußen auf dem Land. Mit dem Pferd waren wir einen halben Tag unterwegs. Und was sollten wir auch dort? Nein, vielmehr besuchten wir unsere Nachbarn in Buko oder Britz oder auch in Köpenick. Oder wir betrieben mit diesen Leuten Handel. Wundert es euch nicht, dass schon vor diesen vielen hundert Jahren die Namen Buko und Udo existierten? Das war so. Manchmal wurde es etwas anders geschrieben. Man sagte zum Beispiel zu Udo auch Rüd oder Rude oder auch Udare. Aber der heutige Name tauchte immer öfter auf. Ganz einfach, weil die Endung OW in den Namen Udo und Buko eine Bedeutung hat. Dieses OW heißt nämlich Wiese oder Aue. Das war nämlich gar nicht beobachtet hier. Britz, das ihr ja auch kennt, ist da noch etwas anderes. Aber davon werde ich später erzählen. Was ich euch auch sagen kann, ist, wer die Namen für hier erfunden hat. Es waren Slawen. Nicht die Sklaven, sondern die Slawen. Habt ihr von denen schon mal gehört, von den Slawen in der Schule? Da müssen wir euch erzählen, wie die Leute hießen. Es sind also slawische Namen und bei dieser Gelegenheit kann ich euch gleich erzählen, was das für Leute waren. Aber da müssen wir unsere Zeitreise noch ein Stück in die Vergangenheit nochmal ein paar Jahrhunderte rückwärts wenden. Stellt euch vor, Kinder, das, was ich euch jetzt erzähle, ist schon über 1000 Jahre her. Über 1000 Jahre. Es war also so um das Jahr 850. Hier war eigentlich gar nichts von Siedlern zu sehen. Hier wohnte niemand. Ab und zu stolperte mal ein Kagaman durch unsere Gegend, aber niemand wurde so richtig sesshaft. Habt ihr schon mal was von den Germanen gehört? Die Germanen waren so vorher. Die hatten doch ziemlich lange Pferde. Die waren das schon ziemlich viel Kultur war. Da waren die noch ganz richtig drauf. Und die wurden halt nicht so richtig sesshaft, sondern liefen ja so ab und zu mal durch die Gegend. Hier, wo wir jetzt sind, war nur die Natur zu Hause. Es gab Füchse, wie den, der auf unserem Platz wohnt. Es gab aber auch, das müsst ihr euch vorstellen hier in der Gegend, Bären. Es gab Wölfe, die in den Wäldern hier ungestört leben konnten. Ungefähr zu dieser Zeit war es dann aber mit der Ruhe vorbei, denn die Slawen tauchten. Nun gerade in unserer Gegend. Mhm. Könnt ihr euch das vorstellen? Ganz viele Menschen immer durch die Gegend.
gehen kam, also hierher, die kamen fast alle aus dem Osten. Aus dem heutigen Polen, was ja nicht ganz so weit weg ist, aber auch aus Russland. Und schon einige Jahrhunderte früher begann sie ihre Reise nach Westen, bis einige hier praktisch vor unserer Haustür landeten und da. So viele, viele Kilometer hier nach Westen und dann irgendwann sagten sie, hier ist ein schöner Fleck, hier ist Rudow, wo die Elina später wohnt, und hier möchten wir bleiben. Und so lebten sie dann hier von der Jagd, Rehe und Hirsche, Bären, Wölfe, und die Füchse hatten nun wirklich keine Ruhe mehr. Sie betrieben aber auch schon etwas Ackerbau und sie waren Händler. Also die ersten Felder wurden angelegt hier in der Gegend. Und sie waren Handelsleute. Klar, zu dieser Zeit der Völkerwanderung kamen andauernd Leute vorbei, die irgendetwas brauchten. Hier war doch eine Aktion, oder? Und hier ständig Leute durch die Gegend zogen bei der Völkerwanderung. Wir brauchten hier auch irgendwas zum Einkaufen. Und die Slawen verkauften. Selbstgefertigtes wurde verkauft oder gegen andere Waren eingetauscht. Und so blieben einige der Slawen sesshaft. Andere zogen weiter. Und die hier blieben, bauten Häuser aus Holz. Damals wurden kaum Häuser aus Steinen gebaut, sondern die meisten Häuser aus Holz. Abends dann ein Feuerschlag. Elektrisches Licht gab es natürlich. Erst viele Jahrhunderte später wurde dieses Licht erfunden. Saß man zusammen, so ähnlich wie wir jetzt, und erzählte sich Samen und Märchen. Soll ich davon mal eine Sage erzählen? Es gibt da die Geschichte von der Roggenblume. Sobald das Korn in den Ähren steht, also die Felder richtig schön groß waren, erscheint die Roggenblume in Begleitung der Heimchen. Kleiner, wieselflinker Kerlchen, die die Seelen der unschuldig verstorbenen kleinen Kinder sind. In hellem Gewande und mit flatterndem Haar durchschreitet sie mit Vorliebe während der Mittagszeit die Kornfelder, deren Gedeihen in ihrer Macht liegt. Und wehe demjenigen, der die Saaten vernichtet und treffen Krankheit und Sichtung. Kinder, die beim Pflücken der Kornblumen die Halme achtlos niedertreten, führt sie tief ins Feld hinein, wo sie vor Müdigkeit einschlafen, um dann nie wieder aufzuwachen. Dem Landmann, der sich um seine Wirtschaft nicht kümmert und alles dem Gesinde überlässt, Gesinde heißt seinen Leuten, die auf dem Hof sind, straft sie durch Hagelschlag oder streut ihm Unkräuter auf die Felder, dass die Ernte misslingt. Der Bauer aber, der vom frühen Morgen bis zum späten Abend tätig ist und seine Wirtschaft in Ordnung hält, besitzt in ihr eine treue Gehilfin, die mit den Heimchen das lästige Unkraut ausrodet und die Ehren verscharen bewahrt, sodass sie vielfältige Frucht. Oder man erzählte sich von den Hunden, die damals die Hüter des Totenreiches waren. Heulten die Hunde in der Nacht, drohten Seuchen und Tod. Hielt ein heulender Hund seine Schnauze zur Erde, musste bald jemand sterben. Der Hund roch das Totenreich. Richtete er dagegen heulend seine Schnauze zum Himmel, so drohte eine große Feuer.
schönen, schaurigen Geschichten. Man glaubte damals viel an Geister und Dämonen. Weil es war ja auch gerade in diesen Winternächten sehr früh dunkel. Und dann waren schon sehr unheimliche Geräusche da draußen zu hören. So vergingen die langen Winterabende am wärmenden Feuer, ohne Gameboy und ohne Fernseher. Und so lebten diese Leute. Sie jagten, sie betrieben Handel und sie erzählten sich Geschichten. Aber, und ihr habt ja schon aus den Sagen gehört, sie hatten verschiedene Götter, an die sie glaubten. Sie glaubten nicht nur an die Dämonen und an Geister, sondern sie hatten auch viele Gottheiten, an die sie glaubten. Und das führte dann schließlich dazu, dass sie ihre gerade gefundene Heimat wieder verlassen mussten. Bestimmt habt ihr schon mal vom Papst in Rom gehört. Ihr habt ja alle schon mal irgendwie im Fernsehen gesehen. Ne? Seht ihr? So einen Papst gab es damals auch schon. Wie er hieß, das weiß ich nicht mehr. Egal. Jedenfalls in Rom wurde beschlossen, alle Menschen müssten jetzt Christen werden. Es gibt nur noch einen einzigen Gott und damit basta. Die Slawen aber, die hier wohnten, die wollten das nicht. Die wollten weiterhin an ihre eigenen Götter glauben. Ja, und so wurden sie 150 Jahre, bevor ich hierher kam, vertrieben. Und dafür waren dann diese Ritter zuständig. Die Ritter waren dann nämlich diejenigen, die das Christentum zu verbreiten hatten. Nun hatten also die Christen Rune und Buko für sich und siedelten vereinzelt, gingen auf die Jagd und betrieben Handel, genau wie die Slawen. Man begann wieder mit dem Ackerbau, es entstanden die ersten Landwirtschaften. Was gehörte zu den Christen? Was gehört heute noch zu den Christen? Wisst ihr wirklich nicht? Was könnte es denn sein? Aber was Christen sind, wisst ihr, ne? Männer. Männer. Und dass es hier viel
viele wilde Tiere gab. Berge und Wölfe. Und dass hier Leute lebten, die sich Slaven nannten. Einfach nur Slaven. Die waren eigentlich die ersten Siedler hier. Wisst ihr, was Siedler sind? Das sind Menschen, die dann überlegen, dass sie sich irgendwo ein kleines Häuschen bauen. Damals wurde das mit Holz gebaut. Und die sagen, da und da möchten wir sesshaft sein. Die ein bestimmtes Stück Land sich nehmen, dort vielleicht Ackerbau machen und dann irgendwo bleiben. Das sind Siedler. Ja. Und das war schon vor 1000 Jahren. Vor 1000 Jahren war das wirklich eine sehr lange Zeit. Ja, und leider durften sie nicht bleiben. Die wurden vertrieben. Genau. Ja. So, jetzt können wir auch die Fragen dazu. Geschichte beenden und werden uns dann morgen treffen. Und dann werden wir weitere Geschichten hören.